Zum kreativ können schaffen und zum sich als Künstler zu verwirklichen, braucht es Raum. Raum ganz einfach im Sinn von einem Atelier, aber auch im Sinn von Raum, wo einen inspiriert. Nicht alle Künstler aber haben genug Raum, um ihre Werke zu verwirklichen. Das will das Künstlerhaus vor Fundation Nayers die Schule jetzt ändern. Gisela Göttmann vor Fundation Nayers. Wir geben den Raum und die Möglichkeit zu arbeiten. Wir liegen in einer wunderbaren, fantastischen Naturlandschaft im Engadin. Und das inspiriert und beeinflusst unsere Künstlerinnen extrem stark. Das heißt, in allen Kunstwerken, die hier geschaffen werden, erhalten wir ganz viel zurück. Das heißt, die Region wird in den Kunstwerken gespiegelt durch die Stärke des Engadins als Ort selber. Die Künstler, die ein Stipendium kriegen, wohnen dann ein bis mehrere Monate zusammen mit anderen Malern, Musikern oder Schriftstellern im ehemaligen Bäderhaus, das heutige Kulturzentrum Nayers. Bevor man das in Anspruch nehmen kann, muss man aber bestimmte Kriterien erfüllen. Bekommen können das Künstler und Künstlerinnen jeden Alters, der verschiedensten Sparten aus dem In- und Ausland. Sparten sind zum Beispiel bildende Kunst wie Multimedia, Skulpturen, Interaktion, Malerei und so weiter, Musik und Literatur. Ganz wichtig ist, dass die Künstler professionell arbeiten. Das heißt, sie müssen einen Leistungsausweis haben, also mindestens ein Werk gemacht haben. Je mehr schon jemand gearbeitet hat, umso genauer guckt man natürlich, was er gemacht hat. Und das weiteres Auswahlkriterium fällt ins Gewicht, wird Gisela Göttmann erklärt. Wichtig ist außerdem der Grund, warum der Künstler genau ins Engadin kommen möchte. Und kann er in unserem speziellen Haus leben und arbeiten? Das heißt, hat er Interesse und die Kompetenz, in einer Künstlergemeinschaft mit 10 bis 12 Künstlerinnen unterschiedlichster Sparten zu leben und zu arbeiten. Die Künstler können aber nicht nur zusammen arbeiten und wohnen, sondern auch gemeinsam ausstellen, als ganz besonderes Highlight für Künstler wie auch Besucher. Am Schluss der Saison machen wir jeweils Kurandaya, das ist die Ausstellung für die Künstler, die bei uns gearbeitet haben in der Saison. Und dort haben sie die Möglichkeit, ihre Arbeit auszustellen. Und dann als besondere Leckerei für die Leute in der Region und unsere Gäste, die Künstler machen die Ateliers auf. Und man hat die Möglichkeit, hineinzugucken, wie die Künstler arbeiten, was sie machen und die Arbeit noch besser zu verstehen. Interessierte können sich noch bis am 30. September für ein Stipendium vom Kulturzentrum Nayers bewerben. In einem zweistufigen Verfahren werden dann die Künstler bis Mitte Dezember ausgewählt.